Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge hier bei Animal Crossing Let's Go to the City. Mittlerweile sind wir schon nah an den 250 Parts dran und jetzt wird es mal Zeit, meine Stadt nochmal in seiner Gänze zu zeigen. Das habe ich mir natürlich ganz für den Schluss des Let's Plays aufgehoben und der ist jetzt fast erreicht. Ich habe ursprünglich mal damit gerechnet, dass es vielleicht eine Doppelfolge wird. Glaube mittlerweile aber eher, dass wir das in einer Folge machen werden, aber ich kann dazu noch nichts sagen. Wir tauchen einfach mal ein und lassen uns überraschen, wie lange das denn wirklich dauert. Einfach einmal alles zu zeigen, sowohl Indoor als auch Outdoor. Und ja, ich freue mich drauf. Meine Stadt, Draconia, in Animal Crossing Let's Go to the City. Aus meinem entsprechenden Let's Play. 2017 habe ich damit angefangen und baue entsprechend jetzt 3 Jahre an dieser Stadt. In-game ist es 1 Jahr und jetzt bin ich mittlerweile eigentlich auf einem Stand angekommen, kurz vor Release von New Horizons, bei dem ich sagen würde, yo, das ist jetzt mal ein Stand, den ich euch in Gänze präsentieren möchte, präsentieren kann und deswegen tue ich das jetzt und tue das auch nochmal in richtig feiner Manier, nämlich fangen wir einfach damit an, dass wir quasi in die Stadt kommen und ja, dann führe ich euch ein bisschen rum. Vorneweg, ich habe sämtliche Sachen, ja, ich habe mir einfach ein paar Gedanken gemacht, wie ich das alles verpacken möchte, habe bestimmte Abschnitte oder bestimmte Zimmer auch benannt und mir teilweise ein bisschen was einfallen lassen, was eine kleine Lore angeht, kann man sagen. Und das möchte ich euch jetzt gleich halt in dem Video noch ein bisschen näher bringen. Dazu können wir direkt mal auf die Karte gucken. Das ist Draconia. Hier wohnen zum einen mein Hauptcharakter Niklas, dann Palek. Das ist im Endeffekt Virginia, meine Freundin. Das ist ein Nickname, der auch tatsächlich durch Animal Crossing entstanden ist, durch einen Stream. Wenn ihr durch die Playlist schaut, werdet ihr vielleicht diesen Part finden. Dann Komori und Medoli. Da sind wir nämlich dann noch gleich beim Thema. Draconia ist ja eine Insel aus Wind Waker, Zelda The Wind Waker. Und danach habe ich meine Stadt benannt. Das hatte eigentlich nicht wirklich einen Grund, außer dass ich den Namen einfach schön finde. Und ja, hin und wieder habe ich dann halt ein paar kleine Wind Waker oder auch generell Zelda-Referenzen eingebaut, weil ich das dann ganz passend fand. Meine neue Insel dann in New Horizons wird Mondonia heißen. Das ist einfach nur wegen dem Klang auch. Das werde ich dann da nochmal in dem Let's Play dann genauer erläutern. Das ist dann wirklich halt ein reiner Fantasiename. Draconia ist halt auf Zelda basierend, hat aber im Endeffekt mit Animal Crossing nichts zu tun und ist auch halt generell relativ random gewählt. So, an Bewohnern wohnen hier dann noch Regina, Manu, Cleo, Geralt, Keks, Bill, Apollo, Susi, Luzi, Julian und Kiki. Und davon sind tatsächlich Keks, Geralt und Manu Ursprungsbewohner, die haben also schon immer hier in Draconia gewohnt, seit ich diese Stadt habe. Also hier Manu, hier Keks und hier der Geralt. Ursprünglich waren dann hier noch Jan, Rosi und Oinka, glaube ich, genau. Aber das werdet ihr alles noch in einem anderen Video sehen können, wo es ein bisschen um die Stadtentwicklung geht. Jetzt geht es halt hauptsächlich nur, ausschließlich, um den Stand der Stadt heute. Ich habe mir auch Gedanken gemacht, wie ich meine Stadt generell einteilen würde. Und hab mir auch da schon was Schönes überlegt. Hier sehen wir jetzt erstmal die neue Stadtflagge. Die habe ich seit, ja, sagen wir mal, 10 Parts ungefähr, wo ich ein bisschen mich mit Designs beschäftigt habe. Einfach als kleinen Hype für New Horizons, weil die alte so hässlich war. So, schauen wir uns also nochmal die Karte an. Es gibt für mich 5 Gebiete, mit denen man die Stadt eigentlich ganz gut unterteilen kann, finde ich. Jetzt muss ich die Seite finden, hier. Und zwar sind das zum einen der Culture District, der Local District, der Business District, der Nature District und Walu Island. Was genau damit gemeint ist, ich sage euch jetzt einfach nur mal, welcher ist, hängt eigentlich immer nur mit den Ebenen zusammen und halt mit, ja, wie der Fluss das Ganze quasi teilt. Ich hoffe, mein Cursor macht das Ganze hier gerade mit. Hier dieser Bereich wäre der Local-Bereich, da geht es halt hauptsächlich darum, dass hier viele Bewohner wohnen. Hier ist quasi, ja, der ganz organisatorische Apparat, der das ist Einwohnermeldeamt, keine Ahnung, mit dem Rathaus, also ein zentraler Platz der Stadt, der wichtig für die Verwaltung und das Leben generell in Draconia ist.
Man kommt hier zum einen rein als Besucher, aber auch generell halt als Neuankömmling. Und deswegen geht es hier hauptsächlich halt um das, wie soll man sagen, das Soziale, das einfach dieses Lokale. Deswegen ist das mein Local District. Hier haben wir dann den Business District. Ich denke, das ist relativ klar, warum. Hier ist Snooks Laden. Hier oben haben wir den Culture District. Das hauptsächlich natürlich wegen dem Museum, aber auch, weil es hier einige Blumengärten gibt. Dazu dann mehr. Hier unten haben wir den Nature District. Da ist halt, wie ihr seht, auf der Karte halt nichts. Da wohnt keiner, da ist keine Einrichtung. Da ist halt wirklich pure Natur. Und dann haben wir Walu Islands und was es damit auf sich hat, werde ich euch dann erklären, sobald wir da sind. Ihr seht ja auch schon, es ist eine komplett eigene Insel. Es ist halt wirklich eine Insel. Ne? Die ist halt nur durch Brücken, also nicht natürlich irgendwie angeschlossen an den Rest der Stadt. Und deswegen ist es ein eigener District für mich, eine eigene Region. Und das ist eben Walu Island. So, ich laufe jetzt einfach mal hier so ein bisschen herum. Hier sehen wir ein paar Blumengärten, Kästen, wie auch immer. Mit ein paar Bäumen zwischendurch, alles noch relativ natürlich gehalten. Hier oben ist der große Wasserfall außerhalb von der Stadt, kommt daher. Da oben, da sehe ich Unkraut. So viel zum perfekten Stand. Nein, perfekt ist meine Stadt absolut nicht und ich werde hier auch nach wie vor immer noch ein paar Blumen hin und wieder irgendwo droppen, aber ich bin auf einem Stand, wo ich sage, das ist schon sehr gut und deswegen zeige ich euch das jetzt. Ja, sobald wir hier ankommen, sehen wir natürlich zum einen hier das, aber vor allem eben auch diesen schönen Brunnen hier mit weißen Rosen umrandet. Und wenn ich jetzt schon so viel rede, habe ich irgendwie doch das Gefühl, dass wir das in mehrere Parts splitten müssen. Das hier ist der sogenannte Hyrule-Brunnen, ja. Wer sich an die, erinnert, aber wer die Geschichte von Wind Waker kennt, beziehungsweise generell so aus dem Zelda-Universum, der weiß, in The Legend of Zelda The Wind Waker wird das ganze Königreich Hyrule geflutet. Und ja, in der Folge dessen spielt sich das ganze Spiel eigentlich auf dem Wasser ab. Gut, zugegeben kann man auch das versunkene Königreich Hyrule dann teilweise erkunden. Aber das hier sind quasi die Überreste dieser Flutung. In diesem Brunnen fließt das Wasser, das Hyrule einst überschwemmt hat. Dann kommen wir auch gleich zum nächsten Highlight, denn das ist mein Haus. Das ist die Twilight Residenz. Hier befindet sich dann mein persönlicher Dreh- und Angelpunkt in der Stadt mit einem schönen ausgedehnten Garten. Hier haben wir schöne Nelken, die wir von zu Hause bekommen haben und neu gezüchtet haben. Meine Lieblingsblume hier, die blaue Rose, ist auch hier lokalisiert und auch wieder schöne Hybriden. Das sind dann, ich habe keine Ahnung, wie sie heißen, sind auf jeden Fall Veilchen. Hainpfeilchen, genau. Hainpfeilchen und Pfingstpfeilchen zusammengemischt in diesem kleinen Bereich. Ehe es dann hier zum Rathaus geht, zum Rathausplatz, wenn man ihn so nennen mag. Es ist halt kein riesiger, normaler Platz, wie man ihn sich vielleicht vorstellt. Es ist halt eher ein kleiner Zugang zusammen mit vielen Blumen, was sich aber auch eigentlich durch die Stadt zieht. Die ganze Stadt ist ja voller Blumen und Bäume. Sie ist, by the way, auch perfekt. Also sie hat den Status perfekte Stadt. Wie man theoretisch jetzt auch nochmal bei Pelli nachfragen könnte. Mache ich jetzt nicht. Hier haben wir dann so einen kleinen Bereich, den hätte ich auch noch benennen können, weil das ist eigentlich auch noch relativ besonders. Hier befinden sich nämlich alle Obstarten, die es in Draconia gibt und weil das halt so ein Kacke aussieht, halt noch ein normaler Baum. In Draconia gibt es jede Obstart, die es in diesem Spiel gibt. Bis New Leaf gibt es ja nur 5 Obstarten plus Kokosnüsse. Das sind hier einmal die Birnen, die Kirschen, die Äpfel, die Orangen und Pfirsiche. Pfirsich ist dann meine Stadtfrucht. Und Kokosnüsse gibt es halt sowieso nur am Strand, ist klar. Deswegen sind sie nicht hier dabei. In New Leaf gibt es ja dann noch Litchis und was weiß ich alles, Durianfrüchte. Das alles gibt es hier noch nicht in dem Spiel. Das sind alle Obstarten, die es überhaupt gibt. Und die habe ich auch in der Stadt. Hier dann noch ein paar Rosen im Hintergrund, weil ich eigentlich die roten Rosen oder generell auch Rosen sehr mag und da war halt nur nix. Deswegen habe ich neuerdings damit angefangen, da hinten Rosen hinzupacken. Und dann wandern wir auch schon hier in den Town Square rein. Ja, eine schöne Spyro-Anspielung, ist aber eigentlich gar nicht beabsichtigt. Denn das hier im Local District Town Square, das ist ein kleiner Bereich, wo halt besonders viele Leute wohnen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ich glaube, hier hat auch jemand mal gewohnt. Ich könnte euch aber absolut nicht sagen, wann oder wer das war.
Ich meine mich aber irgendwie erinnern zu können, da stand mein Haus. Aber das ist halt wirklich sehr lange her. Wenn da wirklich mein Haus stand. Ansonsten wohnen hier aktuell, hier oben. Ach Gott, die Person ist gerade noch eingezogen. Das war so ein Sportlertyp. Wer war denn das Nummer? Ach ja, das war hier der. Nee, die Ente. Wie hießen die Ente? Ach Gott. Bill. Bill, ne? Genau, Bill. Neuester Einwohner, deswegen kenne ich ihn noch nicht so gut. Hier wohnt Cleo und hier unten seit Anbeginn der Zeit, seit Anbeginn von Draconia, wohnt hier die Manu. Auch einer meiner Lieblingscharaktere tatsächlich. Hier haben wir noch ein paar kleine. Was ist kleine? Halt schöne Blumen, die mir sehr gut gefallen. Hier oben haben wir den Geldbaum von Draconia. Es gibt nur einen einzigen, weil. Ja, sieht halt cool aus irgendwie, aber muss dann auch nicht. Ja, durch die ganze Stadt irgendwie gezogen werden. Und die einzige Goldrose, die ich bisher gezüchtet habe, die bekommt man ja, wenn man eine verwelkte Schwarzrose gießt mit der Goldgießkanne. Das war tatsächlich auch unabsichtlich, dass ich die bekommen habe. Ich habe es eigentlich nicht darauf abgesehen, weil ich nicht viele Schwarzrosen habe. Die sind ja in meinem Garten hier von der Twilight Residence. Ja, und hier wohnt dann auch direkt Palek. Zu den Häusern, wie gesagt, werden wir später kommen. Oder vielleicht sogar in einem separaten Part, das weiß ich nicht. Wir werden jetzt erstmal hier den ganzen Outdoor-Bereich erkunden. Hier haben wir eine große Kreuzung, die uns auch später dann in einen nächsten District führt. Oder halt die Brücke. Ich gehe jetzt tatsächlich so, wie ich auch immer Blumen gieße. Da habe ich mir mittlerweile nämlich auch angewöhnt, das können wir auch mal auf der Karte zeigen, dass ich halt wirklich immer hier beim Stadttor anfange, dann hier einmal rumgieße, dann langsam nach hier unten gehe, dann hier einmal alles gieße, dann hier runter gehe, dann hier lang, hier kurz alles gießen, hier, hier, dann hier den Bereich und ganz zum Schluss hier den Wald. Das ist immer so der Weg, den ich beim Blumengießen mittlerweile etabliert habe und den würde ich jetzt auch eigentlich ganz gerne heute abgehen, weil ich habe mich daran gewöhnt und das ist auch eigentlich gar nicht mal so verkehrt, dieser Weg. So, lange Zeit war auch das hier der einzige Weg, der hier runtergeführt hat. Also, ausgelegter Weg hier, ne, mit Designs. Hier sind dann schöne weiße und rote Rosen. Ich finde die Kombination auch ganz schön, deswegen habe ich die hier so gepflanzt. Hier wohnt die Kiki und seit, ja, mittlerweile wahrscheinlich auch so 30 Parts oder sowas, habe ich auch noch so einen kleinen Weg hier hingebaut. Hier waren vorher einfach nur so random Bäume, natürlich halt. Und das habe ich jetzt dann auch urbanisiert und habe da so einen kleinen Wanderweg durchgebastelt. Generell ist der Steinweg immer so mein Hauptweg und diese etwas dunkleren Wege sind so kleine Waldwege. So sehe ich das immer so mit, ein bisschen mit Moos bewachsen und so. Und die sind dann meistens so kleine Schleichwege. Hier wollte ich eigentlich mal ursprünglich so einen kleinen Ablageplatz einfach machen, so einen kleinen Handelsplatz, wo man halt Items ablegen kann für andere Bewohner, also nicht Bewohner, sondern für andere menschliche Charaktere, damit man die dann besser aufheben kann und sowas, aber naja, es ist sowieso so klein, ich packe das meistens dann an den Strand, naja, nutze ich halt eh kaum, deswegen ist da aktuell jetzt einfach das Wasserdesign drin, dann ist es halt ein kleiner Teich. Ansonsten sind hier nur rote Blumen, bis es dann halt wieder losgeht mit den weißen und roten Rosen. Und dann gehen wir auch schon runter hier in den Business District. Und hier, ich glaube, den Bereich hatte ich auch irgendwie, ich glaube, den wollte ich benennen. Meine beste Idee war jetzt tatsächlich gelbes Eck. Vielleicht fällt euch was irgendwas Besseres ein. Ich bin auch gerne für andere Sprachen offen. Keks will was von mir. Du musst mir helfen, Blüte. Ich habe mein ganz Erspartes ausgegeben. Ja, ich muss jetzt sein Nummer 67 Outfit abkaufen. Ja, machen wir doch. Das machen wir doch. Denn Keks ist auch mein Lieblingsbewohner. Ich glaube, dann ist das in Ordnung, wenn wir ihm einfach mal wieder was abkaufen hier. Danke, Blüte, du bist mein Held. Ja. Das ist schön. Auch wenn wir gar nicht sein Gesicht gesehen haben, weil er die ganze Zeit mit dem Rücken zu uns stand. Ja, also auch irgendwie andere Sprachen, so, keine Ahnung. Sind da durchaus möglich für eine Benennung, bin ich offen. Allerdings ist mir da wirklich nichts Gutes eingefallen. Naja. Deswegen ist es jetzt einfach mein gelbes Eck. Aber ich habe keine Ahnung, ob ich diesen Bereich überhaupt benennen möchte. Dieses kleine, ja, gelbe Rechteck. Dann geht es hier weiter in den Nook Square. Hier befindet sich dann natürlich der Hypernook und ein kleiner, ja, was heißt kleiner, der ist wirklich ziemlich groß. Dieser ganze Plaza, wo wir dann, ja, so kleine, wie nennt man das so? Es sind ja keine Flussläufe, es sind halt so kleine Becken. In der Mitte stehen dann jeweils vier Blumen. Das sind hier alles Veilchen. Also hier Pfingstveilchen, Stiefmütterchen, Alpenveilchen müssten das sein. Das müssten Hornveilchen sein. Das sind die Hainveilchen, wie wir jetzt wissen. Aber frag mich nicht, wie die hier nochmal hießen. Das weiß ich tatsächlich jetzt nicht. Duftveilchen waren das. Dunkellilane.
Und das ist das. Ja. Und ich merke gerade, ich habe vergessen, hier in der Waldlichtung nämlich noch was zu machen. Das machen wir jetzt einfach mal onscreen. Denn das ist, ja gut, ich habe meine Schaufel gerade weggepackt. Das ist nämlich eigentlich irgendwas, das ist was, was ich irgendwann mal gemacht haben wollte. Für eben diese Stadt, diesen Stadtrundgang, aber nie gemacht habe. Nämlich möchte ich hier Pfeilen platzieren. Denn ihr seht ja schon am Design, hier, Uthas Master Sword. Es ist quasi, ja, aus Zelda, die, ja, mehr oder weniger Waldlichtung, wo man halt ein Master Sword finden kann. Ich meine, die Waldlichtung Ocarina of Time zum Beispiel, da findet man das Master Sword ja nicht. Aber es gibt ja durchaus Zeldas, wo das so ist. Und auch nicht zuletzt in Breath of the Wild im Wald der Crocs. Genau, so hieß es. Nicht Kokiri, es waren die Crocs. Da findet man dann auch das Master Sword. Also irgendwie, es macht schon irgendwie in irgendeiner Form, in irgendeinem Zelda Sinn. Ich weiß gar nicht mehr, wie es in Wind Waker war. Da war es, da gab es ein Master Sword, ne? Und das war dann unter Wasser im Königreich Hyrule. Ja, so müsste es gewesen sein. Wind Waker habe ich tatsächlich nur zweimal durchgespielt. Vielleicht sogar das Zelda, was ich am seltensten durchgezockt habe, zusammen mit A Link to the Past. Also von den Zeldas, die ich überhaupt durchgespielt habe. Ja, wobei, das Zelda, was ich am wenigsten durchgespielt habe, war Phantom Hourglass. Das habe ich nämlich nur einmal im Let's Play durchgespielt und danach, ja, halt auch nicht mehr. Aber so Spiele wie Spirit Tracks oder Season of, nee, Oracle of Seasons, Oracle of Ages, Season of Ice, Season of Flame war Spyro. Ja, aber solche Spiele habe ich halt nie gespielt. A Link to the Past habe ich zweimal gespielt, einmal privat, einmal als Let's Play. Und eben Wind Waker, glaube ich, auch nur einmal das Original und dann einmal Wind Waker HD. Nee, das müsste ich dreimal gespielt haben. Wind Waker HD, als es rausgekommen ist, als ich die Wii U bekommen habe. Und einmal dann halt im Let's Play, die HD-Version. So, und jetzt ist es so, wie es eigentlich sein soll. Hier sind jetzt Fallen, das heißt, man kommt nicht so nah ans, so schnell ans Master Sword ran. Das war der eigentliche Gedanke dahinter. Und ich würde sagen, wir nehmen auch einfach mal irgendwas Cooles in die Hand. Zum Beispiel diesen Blasenstab. Okay, wir nehmen lieber das Windrad. Der Blasenstab ist ein bisschen, naja, unspektakulär. So, das wäre also das ziemlich groß geratene Nook Square mit der Waldlichtung dahinter. Hier haben wir dann den Apollo wohnen und einen kleinen Garten für ihn. Ich hatte teilweise mal überlegt, ob man das vielleicht wie im Animal Crossing Film machen kann. Denn da gibt es den Apollo auch als Charakter und da hat er einen Blumengarten, allerdings mit blauen Rosen. Und ich habe halt nur eine bisher gezüchtet bekommen. Und ich bin sehr froh, dass ich sie überhaupt gezüchtet bekommen habe, weil blaue Rosen sind wirklich die seltensten Blumen in Animal Crossing. Aber ich habe halt leider nicht mehr als diese eine bekommen, deswegen war es auch gar nicht möglich, so einen Rosengarten für ihn zu realisieren. Dafür hat er jetzt halt diese Sumpfprimeln und ich weiß nicht, wie die anderen heißen. Die sind jetzt halt bei ihm im Garten. So, dann kommen wir weiter hier. Das ist die gelbe Strandallee. Ja, ich denke, da muss ich nicht viel zu sagen, warum das die gelbe Strandallee ist. Es ist eine Allee aus Palmen und eben auch Bäumen, weil so hoch kann man halt leider keine Palmen mehr pflanzen. Ich habe versucht, das dann relativ grün und gelb zu halten, habe dann einfach habe das dann zu Birnenbäumen gemacht. Und ja, drumherum natürlich alles immer im Muster sind dann gelbe Blumen, ausschließlich gelbe Blumen. Hier wohnt der Julian, der ist auch schon relativ lange an Bord, genauso wie Kiki und Apollo. Ich glaube, die sind ungefähr alle relativ zeitnah eingezogen, innerhalb von 30 Parts vielleicht, ich weiß es nicht genau. Aber die wohnen auch schon relativ lange hier. Und jetzt mittlerweile befinden wir uns dann auf Walu Island, im District Walu Island. Und ja, ich glaube, ich muss, ja gut, ich erkläre es natürlich trotzdem. Wer Wind Waker kennt, wird wissen, wer Walu oder Walu ist oder wie auch immer man ihn aussprechen mag. Er ist nämlich der Schutzpatron, wie auch immer, von Draconia. Ein riesengroßer Drache, der auf der Insel drauf sitzt. Deswegen nennt sich das Ganze ja auch im Englischen Dragon Roost Island. Da gibt es ja nicht so coole Eigennamen wie zum Beispiel Präludien oder Draconia. Da heißen ja einfach nur Dragon Roost Island oder, ja, wenn ich jetzt wüsste, wie Präludien hieß. Ich weiß es nicht. Aber die heißen dann halt nicht so individuell. Oder Portemonnaie. Ich weiß nicht, im Englischen heißt es auch einfach nur irgendwie Trade Island oder irgendwas in die Richtung halt. Ich weiß jetzt nicht genau, was es ist. Jedenfalls, Walu hat hier halt seine eigene Insel. Denn die Legende besagt, ihr seht schon, hier wohnt Medoli. Als spielbarer Charakter jetzt hier auch dabei. Hat eine schöne Fahne als Hommage an Medoli aus Wind Waker. Ist ja auch ein Orni, also von Draconia. Und Medoli ist die Schutzbefohlene,
ja, wie sagt man das, die heilige Maid von Valu auf jeden Fall. Sie dient ihm und ja, laut der Legende wurde sie beauftragt, einen Rückzugsort für Valu zu erschaffen, außerhalb, aber nah an Draconia. Und das ist der Ursprung von Valu Island hier. Und es ist quasi der Rückzugsort von Valu. Genau, das kann man so sagen. Und umgangssprachlich wird sie auch gerne die Isla Amarillo genannt. Oder Amarillo, ist es dann, glaube ich. Ist Spanisch. Also einfach nur gelbe Insel, denn auch hier sind nur gelbe Blumen. Passt halt auch gut zum Strand. Gerade im Sommer sieht das dann ein bisschen schöner noch aus. Und hier befindet sich dann also, ja, die Residenz von Valu. Mit einem schönen Leuchtturm. Ach ja, natürlich hier wohnen auch noch zwei Charaktere. Neben Medoli selbst wohnt hier dann noch Regina, genau. Und hier drüben wohnt noch der Geralt. Die sind noch, glaube ich, beide zu Hause, ne? Ja. Läuft bei denen. Die mögen die Isla Amarillo offenbar. Amarillo. Ach, ich hätte mich informieren müssen. Es wird mit Doppel-L geschrieben, also eigentlich Amarillo. Aber ach Gott. Ich bin schon so lange aus dem Spanischen raus. Ach, es ist schrecklich. Dann benenn doch deinen Ort in Spanisch. Ja, das wäre mal ein Anfang. Aber es klingt so schön. Egal, wie man es ausspricht. Ich mag das Wort Isla einfach. Weil man zugeben muss, auch im Italienischen heißt es Isla. Aber gut. Anderes Thema. Jetzt befinden wir uns also hier im Nature District. Und das ist tatsächlich ein District, mit dem ich lange Zeit nicht anfangen wusste, was ich damit machen soll. Wir haben jetzt hier eine schöne Reihe von Palmen, also auch auf Valu Island hatten wir halt ein paar Palmen. Hier sind aber deutlich mehr und auch deutlich gereihter und alles. Und es ist einfach eine relativ durchdachte Blumenkombination hier, wobei alle Blumenkombinationen irgendwie durchdacht sind. Und hier haben wir dann einen kleinen Bereich, den ich relativ neu jetzt gebaut habe. Ich glaube, das war der letzte Bereich, den ich wirklich aktiv angegangen bin. Hier war vorher eine kleine Plantage, die irgendwie, ja, relativ leer gewirkt hat und leblos. Weiß nicht, wie man es sagen soll. Hier ist mein kleiner Draconia Hideout oder Forest Hideout. Ich habe mich da noch nicht ganz geeinigt auf den Namen. Das Ganze ist im Winter eine Eislaufbahn, eine Eisfläche. Im Sommer kann man hier wunderbar picknicken. Da wird dann hier eine Picknickdecke liegen. Und das ist halt ein bisschen abseits von allem. Schön am Wasserfall hier dran. Und bietet eine wunderbare Kulisse. Sowohl fürs Picknicken als auch einfach, um im Winter ein bisschen Eis zu laufen. Hier sehen wir es nochmal auf der Karte. Hier ist halt wirklich, na gut, von oben kann man es ein bisschen einsehen. Aber hier sind halt auch Bäume. Das ist eigentlich alles ein bisschen mehr Secret. Finde ich ganz schön eigentlich. Und halt alles noch relativ naturbelassen. Deswegen sind hier die ganzen Bäume relativ kreuz und quer. Wobei es halt Obstbäume sind, deswegen, naja gut, ob es so naturbelassen ist, da mag man sich drüber streiten. Ansonsten ignoriere ich sie hier schon. Das ist die weiße Strandallee. Wir hatten die gelbe Strandallee unten bei Julian, die bestand auch hauptsächlich aus Palmen. Hier haben wir jetzt die weiße Strandallee, bestehend aus normalen Bäumen, aus Laubbäumen und dann halt aus, beziehungsweise begleitet von den weißen Triumphtulpen. Das besteht tatsächlich schon relativ lange. Ich hatte damals mir überlegt, ob ich halt eine richtige Allee draus mache, also oben und unten Bäume habe, aber irgendwie hätte das den Blick ein bisschen zerstört und ich finde das so eigentlich ganz schön und deswegen ist das so geblieben. Hier haben wir dann unsere Kirschblütenallee. Ich denke, ihr seht, warum Kirschen. Hier sind Kirschen überall und auch, ja, generell passend von der Kirschfarbe her sind hier rote Blumen, die auch irgendwie haben die was von einer Kirsche. Ich weiß nicht. Einfach dieses rote und dunkelrote und ich weiß nicht. Ich kann es nicht beschreiben. Hier an der Seite habe ich noch ein bisschen was gebaut in der letzten Zeit. Ist da noch was zum Graben? Ja, das ist noch was zum... Es ist eine Falle. Nein. Da können wir den Ballon tragen, würde ich sagen. Und gut, dass ich den Ballon nicht hatte, als ich in die Falle gelaufen bin, weil sonst wäre der jetzt weggeflogen. Wäre vielleicht auch ganz cool gewesen zum Zeigen mal, aber ich will meinen Ballon eigentlich behalten. Ich mag den, der ist cool. Kann natürlich sein, dass ich aus Versehen in eine Falle laufe, das wäre nicht so schön. Und ich wette, Cleo will gleich was von mir. Nee, doch nicht. Okay, dann befinden wir uns jetzt im Parc de Fleurs. Hallo, ich bin gerade an dir vorbeigelaufen, du hast mich angeschaut und du wolltest nichts von mir. Kaufigen, weißt du, ich habe nachgedacht, deine Begrüßung ist so, ne? Die versüßt ja den Tag, aber nicht mehr lange so. Also, hast du einen Vorschlag? Aber sicher. Ich weiß nicht, ob ich heute noch ein bisschen mit dem Monat reden werde in diesem Stadtrundgang. Aber ich habe jetzt, ich glaube schon wirklich 4, 5 Personen einfach als Begrüßung New Horizons gegeben.
Und mich begrüßen die meisten Leute jetzt halt wirklich mit New Horizons. Deswegen wäre es eigentlich ganz cool, das mal zu zeigen. Aber das werde ich ja sowieso noch in einem weiteren Let's Play-Part machen, noch im vorletzten eigentlich dann, so war es vorgesehen. Deswegen ist das eigentlich gar nicht mal so sinnvoll. Und, ja, nee, was heißt sinnvoll? Es ist nicht sinnvoll, mit Leuten zu reden. Ne? Es ist nicht nötig, sage ich mal, weil ich es sowieso nochmal machen werde. Ja, hier haben wir dann, wie gesagt, den Parc des Fleurs. Also ein schöner kleiner Park im Vordergrund des Museums. Hat ein bisschen was, ich weiß nicht, ich glaube, der Taj Mahal hat das, ne? Diese riesigen Gärten, also vor allem dieses Bauwerk hat irgendwie doch diese riesigen Gärten davor und so. Und wahrscheinlich auch so Gebilde wie der Buckingham Palace oder sowas. Ich weiß nicht, das sieht einfach ziemlich cool und edel aus irgendwie. Und ich fand das cool. Ich wollte hier mal eine Allee machen, aber irgendwie habe ich den Gedanken verworfen. Ich weiß auch nicht mehr warum. Aber ich finde es so eigentlich ganz schön. Wobei mich dieses Blumendesign ist ein bisschen overused hier, finde ich. Aber ich wollte es jetzt auch nicht mehr anpacken, weil ich finde den eigentlich schön so. Muss ich schon sagen. Ich finde den eigentlich schön. Dann haben wir hier einen relativ kleinen, aber doch ziemlich schönen Rose Garden. Ja, besteht aus Rosen und aus rosa Rosen. Also aus Liebesrosen und aus rosa Rosen. Hier ist mir leider eine, ja, verreckt, verdorrt. Ist ein bisschen schade. Aber ansonsten finde ich die Kombination sehr schön. Und hier wohnt dann noch die... Gott, meine neuen Bewohner kann ich irgendwie überhaupt nicht, zuordnen. Die Luzi, genau. Hier hat zuletzt noch Mandy gewohnt und davor hat hier die Mischka gewohnt, davor hat Michelle hier gewohnt und davor hat hier keiner gewohnt. Also Michelle und Mischka weiß ich noch absolut, dass sie hier gewohnt haben, aber alle anderen sind so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Also selbst die aktuell hier wohnt, die Luzi. Naja. Und hier befinden wir uns dann auch schon im sehr großen Friedensgarten. Ja, der ist halt weiß. Weiße Blumen überall, ein paar Bäume dazwischen, alles ein bisschen labyrinthmäßiger aufgebaut und... Ja, dass man hier einfach schön durchlaufen kann. Das war mir wichtig, dass wir auch mal ein bisschen was nicht so geradliniges gemacht haben, also nicht so stadtentwicklungsmäßig wie in den USA. Da ist ja alles immer rastermäßig aufgebaut und alles, weil es halt, ja, vorher war da quasi gar nichts und dann haben sie eine Stadt draufgebaut und deswegen konnten sie so gut planen. Das ist halt in den meisten europäischen Städten zum Beispiel nicht so. Da hat man halt mit dem gearbeitet, was da war und dann sind die Straßen halt mal ein bisschen verwinkelter oder sowas. Und genau sowas ist das hier praktisch. Ich habe jetzt hier nicht gesagt, okay, wir machen jetzt ganz waagerecht so einen Weg und ganz horizontal so einen Weg, sondern ich möchte das halt alles ein bisschen verwinkelter haben. So habe ich das umgesetzt und ich finde das eigentlich ganz schön. Hier wohnt dann Nekomori. Natürlich auch ein Charakter aus Wind Waker, den man kennt. Von ihm bekommt man den ersten Dämon. Oder die erste, oh, wie hieß sie nochmal? Goddess Pearl? Goddess irgendwas. Ich meine, es war Pearl, aber ich bin mir jetzt schon wieder nicht mehr sicher. Ich habe es vor 2-3 Wochen mal nachgeguckt, aber ich weiß schon wieder nicht mehr, wie sie im Englischen heißen. Also ein sehr wichtiger Charakter. Und deswegen finde ich auch, macht dieser Friedensgarten vor seinem Haus relativ viel Sinn, weil er ist halt sehr schüchtern. Ich habe lange überlegt, wie ich den Garten nenne, ob ich irgendwas mit Unschuld, Reinheit oder... Was habe ich noch? Freiheit, irgendwie sowas reinbringe, aber im Endeffekt ist der Friedensgarten geworden. Auch das passt, finde ich, ganz schön. Ja, dann haben wir hier eigentlich ganz normale Wege. Drumherum ein paar Blumen. Und das ist es dann hier in dem Bereich auch. Und dann kommen wir auch schon tatsächlich zum letzten Bereich. Das sind die Enchanted Woods. Der Gedanke besteht auch schon relativ lange und ist auch eigentlich schon relativ lange relativ fertig. Hier befinden sich halt einfach nur mal ein paar Zedernbäumchen, auch alle sehr natürlich gehalten. Deswegen entferne ich hier auch nicht den Klee. Und ich wollte hier, ja, das Hornfeilchen stört eigentlich schon wieder so ein bisschen. Ich wollte hier eigentlich nur Gartenprimeln und Aurikeln haben. Also die weißen und die gelben Primeln. Und halt Zedernbäumchen. Die Lichterketten sind jetzt leider schon wieder weg, weil Weihnachten halt rum ist. Aber ja, es waren auch tatsächlich nicht so viele Zedernbäumchen mit Lichterketten verziert, wie ich mir irgendwie erhofft hatte. Naja. Auf jeden Fall finde ich das so sehr schön und ich mag die Zedernbäumchen einfach und einfach dieses Winterflair hier. Ich finde das toll. Mittendrin die Schneiderei. Ich finde das toll. Ich mag das. Und deswegen ist es auch schon relativ lange fertig. Und ich mag das Wort Enchanted, deswegen habe ich es ja, diesem Gebiet gegeben. Und dann sind wir jetzt auch hier schon wieder mit dem Cultural oder mit dem Culture District fertig. Und das war eigentlich meine Rundtour. Ja. Also draußen waren wir jetzt tatsächlich überall. Wie gesagt, mit den Bewohnern werde ich dann wahrscheinlich nicht sprechen, weil ich das im Let's Play nochmal später machen möchte. Ich meine, klar, vielleicht hat auch einfach jemand jetzt random Lust gehabt, ey, ich möchte mal eine Let's Go to City Stadt angucken. Hat er vielleicht hier reingeschaut, ohne das Let's Play zu kennen.
Es sind mittlerweile halt fast 250 Parts. Deswegen überlegt euch gut, ob ihr euch das antut, wenn ihr die nicht gesehen habt. Und von 2017 an muss man auch sagen, also persönlich hat sich auch sehr viel verändert. Und wir werden uns dann also, ja, wir haben jetzt eine halbe Stunde rum, deswegen würde ich sagen, passt das wirklich sehr gut, dass wir uns in einem weiteren Part, in einem zweiten Part, bei diesem Stadtrundgang dann die Häuser angucken, die Inneneinrichtung. Also sowohl die Inneneinrichtung von meinen vier Häusern, die Bewohner werden wir nicht angucken, weil, naja, die haben halt ihre Grundausstattung. Und ich habe jetzt nicht aktiv irgendwie versucht, denen irgendwelche Möbel aufzudrücken, also das ist halt... Macht für mich meiner Meinung nach jetzt nicht so viel Sinn. Aber das Museum will ich euch natürlich dann noch zeigen. Das heißt, die vier Häuser und das Museum werden wir dann beim nächsten Mal machen. Beim Museum werde ich dann auch jede Insektenart vorlesen und sowas. Also das wird wahrscheinlich relativ langweilig, das Museum. Aber ich kann euch nur raten, bleibt dran für die 12 Zimmer in meinen vier Häusern. Weil die sind tatsächlich ziemlich cool, meiner Meinung nach. Ob ihr das auch so seht, könnt ihr natürlich gerne selber bewerten. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann dabei bleibt. Bis dahin. Tschüss.